herzhafter und leckerer Rehrücken. Wenn ihr wissen wollt, wie das leckere Fleisch zubereitet wird, müsst ihr jetzt dranbleiben. So, wir brauchen ein bisschen Senf. Ich habe hier ein bisschen Preiselmarmelade, Rosmarin und Thymian, 13 Knoblauch und selbstverständlich dürfen wir unseren Rehrücken nicht vergessen. Zu Beginn nehmen wir uns den Rehrücken und da der ja bei uns schlecht ganz in die Pfanne passt, können wir uns ihn direkt einmal in der Mitte halbieren, legen das eine Stück erstmal zur Seite und wollen uns die Silberhaut abparieren. Deswegen steche ich einmal ein, schneide mir das vorsichtig raus und kann hier mir ganz vorsichtig die Silberhaut abparieren. Genau, wenn ihr das euch selber nicht zutraut, dann macht es aber auch hundertprozentig der Metzger oder gar der Jäger für euch, je nachdem, wo ihr das Fleisch kauft. Ganz wichtig ist, dass wir die Parüren jetzt nicht wegschmeißen. Die packe ich jetzt gleich in den Zipperbeutel und friere sie ein und benutze sie dann irgendwann, wenn ich mir einen Soßenansatz mache oder sonst was. Aber wir haben hier ganz viel Geschmack mit dran, ganz viel Fleisch und das darf natürlich nicht einfach so in die Biotonne kommen. So, als nächstes kümmern wir uns quasi gleichzeitig um das Anbraten unseres Hirsches. Unsere Pfanne wird gerade heiß und wir wollen unsere Marinade machen für nach dem Anbraten, wenn das Ganze dann noch zusammen in den Ofen geht. Und solange unsere Pfanne hier heiß wird, fange ich einfach mal an, unsere Kräuter, den Rosmarin, gegen die Wuchsrichtung einmal abzuziehen und in mein Gefäß zu heben. Hup, die Spitze ab. Zack, zack, zack. Alles rein da. Den Thymian nicht vergessen. Ich merke gerade, unsere Pfanne wird heiß. Dann kann ich ein Schuss Öl mit dazugeben. Das Öl verteilt sich jetzt. Und wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann klingelt doch mal die Glocke und abonniert unseren Kanal. Weil dann können wir jetzt nämlich direkt noch weitermachen. Das ist heiß. Jetzt nehmen wir uns mal unsere beiden Rückenhälften. Und ganz wichtig, wir müssen immer am Anfang erstmal salzen. Einmal das Fleisch ordentlich von jeder Seite salzen, ein bisschen einmarinieren. Und dann geben wir das so direkt in die heiße Pfanne. Während unser Rehrücken jetzt hier ein paar Minuten anbrät, kümmern wir uns weiter um unsere Kräuter und zupfen die ab. Die drei Knoblauchzehen mit dazu. Senf. Werden. So, das ist jetzt einmal fein püriert. Mixer weg. Mal abklopfen. Wenn wir jetzt hier mal gucken, haben wir eine wunderschöne rosa, grüne, stückige Marinade. Unser Hirsch ist in der Zwischenzeit schön angebraten. Wichtig, dass ihr die Seiten auch einmal schön mit anbratet. Als nächstes nehmen wir unsere Marinade, weil unsere Hirschrücken sollen mit unserer Pfanne in den Ofen gehen. Und reiben die hier ordentlich drauf. Die darf gerne ein bisschen an der Seite runterfließen.
So. Jetzt, wo wir unsere Marinade drauf haben, kommt das Ganze jetzt direkt gleich in den Ofen. Der ist auf 80 Grad temperiert. Das heißt, eigentlich nur eine heiße Sauna. Ganz wichtig, 20 bis 30 Minuten. Aber das Wichtigste, oder wo ihr immer sicher gehen könnt, wann euer Fleisch medium ist, ist die Kerntemperaturzahl. Deswegen 54, 55 Grad im Kern ist immer medium, egal welches Tier. So, ihr Lieben, unser Reh ist fertig. Nachdem er jetzt tatsächlich 10 Minuten bei 80 Grad und dann haben wir nochmal 10 Minuten bei 55 Grad ruhen lassen, der ist jetzt ganz entspannt und den wollen wir jetzt mal direkt anschneiden. So, ab aufs Brett und wir schneiden ihn auf. Oh, seht ihr das? Wie perfekt der aussieht? Oh, yum, 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 yum. Ich glaube, ich muss mir jetzt gleich mal den Andreas dazu holen, damit wir das Ganze probieren können. Heute zum Probieren ist der Andreas dabei. Oh. Andreas? Rehrücken, Senf, Preiselbeermarinade, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian und natürlich Knoblauch auch ordentlich mit dabei. Oh, sieht ja sehr lecker aus, sehr zartrosig gebraten. Hast du das denn alles auf Niedertemperatur gemacht? Natürlich, ganz entspannt auf 80 Grad. Auf 8 Außentemperatur? Ja. Innentemperatur? 54. Das ist ein Fachmann, oder? Dann bauen wir Naja, ich habe ja vom Besten gelernt. Ne? Dann probieren wir das einmal. Ich nehme das andere. Die Marinade unterstützt den Geschmack noch. Mhm. Die leichte Schärfe mit dabei macht das Ganze sehr lecker. Und hast du vorher den Rehrücken ein bisschen eingelegt? Nee, wir haben ihn nur kurz angesalzen, angebraten und dann in der Marinade gegart. Sehr schön, Rami. So, Rami, der Rehrücken ist ja so schön gehören mit der Marinade. Was würdest du denn als Beilage empfehlen? Als Beilage... Oh, alles, was herzhaft ist. Für mich gehen ja immer grüne Bohnen im Speckmantel. Da geht bei mir das Herz auf. Aber was gibt's denn eigentlich bei dir an Weihnachten zu essen, Andreas? Bei mir ganz typisch norddeutsch. Grünkohl, Bregenwurst und Kassler und Bratkartoffeln. Das ist das Letzte, was es bei mir auf dem Tisch geben würde an Weihnachten. Aber erzählt ihr uns doch mal, was ihr dieses Jahr an Weihnachten zu Hause zubereitet. Vielleicht können wir daraus noch ein Video machen. Ich bin der Rami aus der La Cucina. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn ihr das Video gefallen hat. Basht den Button für ein Abo und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.